Yo, was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zum neuesten Video auf Easy Money. Wir haben die Community Franchise back am Start. Ihr habt richtig geraten. Konnte man ja auch gar nicht am Titel erkennen. Atlanta Falcons gegen Buffalo Bills heute. Wir stehen beide 1 und 2. Er hat einen 84er Overall. Wir haben den 86er Overall. In unserer eigenen Division, die Panthers ziehen schon wieder davon. 3 und 0. Bucks stehen 2-1. Saints stehen auch nur 1-2. Ein Sieg wäre hier auf jeden Fall mega wichtig, damit wir 2-2 sind und dann hoffentlich vielleicht die Bucks und die Saints, also mit beiden gleich auf sind, je nachdem, wie die halt spielen. Oder wenn die Saints verlieren, sogar vor den Saints sind. Nächste Woche geht's gegen die Saints. Das wird also auch ein super wichtiges Spiel. Aber wir fokussieren uns heute erstmal auf diese Woche gegen die Buffalo Bills. Ist natürlich eigentlich ein starkes Team. Der Overall, scheint gar nicht so krass zu sein. Deswegen frage ich mich ein bisschen, wer da alles spielt bei den Bills, beziehungsweise wer da nicht spielt. Das wird definitiv interessant. Wir werden da gleich mal reingucken. Als erstes geht es aber in die Weekly Strategy rein. Defend Inside Run. Und da wird Stephon Diggs angezeigt. Das ist interessant. Steht der auf Running Back oder was? Ich bin ein bisschen verwirrt, aber ganz ehrlich, nehmen wir doch einfach mal. Blitzcounter machen wir nicht, sondern wir gehen auf Run Outside. Ab geht er der Peter, Clarence Fischer, Holiday, Feldmann. Rein ins Training. Und dann gucken wir mal, wen wir gleich upgraden können. Und ich glaube, dann gucken wir uns die Roster an. Von den Bills oder das Roster von den Bills, um zu sehen, warum zum Henker die nur einen 84er Overall haben. Also nur in Anführungszeichen, das ist kein schlechter Overall. Oh mein Gott. Wichtige Upgrades, Alter. Richtig viele wichtige Upgrades. Wir gehen als erstes mal selber bei Kyle Pitts rein, gucken mal, was wir dem Schönes geben können. Vertical Threat oben drauf, jetzt ist er ein 96er Overall. Das ist natürlich mega stark. Alter, kriegt der viele Sachen, Junge. Let's go. Let's go. Malik Nabers. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Truck in der letzten Episode erinnert, aber der hat einfach einen Typen über den Haufen gerannt und den Touchdown gescored. 82er Overall jetzt. Catching Traffic, Catching Deep Route Awareness. Nice. Der wird immer, immer besser. Das freut mich. Den Rest upgraden wir automatic. Richtig wichtig, zwei Guards hier, die sich upgraden. Das ist doch mal mega geil. Packen wir einfach Automatic Upgrade drauf, oder? Das ist doch nice. Wachsen wir jetzt im Team eigentlich auch um einen Overall-Punkt? Ne, wir sind immer noch ein 86er Overall. Aber eine 88er Offense, Alter, das ist auch krass. Das ist wirklich krass. So, wir gehen mal rein bei den Buffalo Bills, wie gesagt. Ich möchte wissen, wer da alles so spielt, damit wir uns ein bisschen einstellen können, vielleicht. Quarterback ist Josh Allen, 97er. Alter, ist das heftig. 90 Speed hat er auch. James Cook, 85er. Was hat er auf Receiver? Stephon Diggs, 98, Alter. Nico Collins ist der Nächste. Die haben auf jeden Fall guten Speed hier. 90 bis 93. Tight End, okay. Warum hat der einen 86er Overall? Habe ich irgendwie was verpasst? Dawson Knox ist nur zweiter Tight End. Also die Offense ist mega loaded, Alter. O-Line 76er, 78er, 78er, 81er, 75er. Okay, die O-Line hält sich in Grenzen. So, End Gregory Rousseau natürlich, 87er. Der End ist kacke. Defensive Tackle ist okay, Ed Oliver. Outside Linebacker Trash, der Linebacker auch Trash. Matt Milano ist natürlich ein guter. Cornerbacks, Tre'Davious White, Tier. 94 Speed bei Elam, auch ein Tier. Die anderen mäßig. Okay, aber auch ein paar Rookies dabei, beziehungsweise Frischlinge auf jeden Fall. Er hier auch, Alter. Der hat viele Rookies in der Secondary, beziehungsweise so Leute, die ein Jahr Erfahrung gemacht haben jetzt. Interessant. Junges Team auf jeden Fall. Okay, Leute, bevor wir weiter rumlabern, würde ich sagen, lasst uns reinjumpen in dieses Spiel. Ich glaube nicht, dass wir sonst noch irgendwas zu tun haben. Ja, Manage Self können wir noch schnell machen. Also die 31 Punkte da einmal ausgeben. Warum nicht? Kann ja nicht schaden, ne? An sich. Rein theoretisch. So, was haben wir hier? Stiff Arm, Awareness. Was haben wir hier noch? Toughness. Wir müssten einen neuen Tree anfangen und das möchte ich gerade nicht, deswegen fange ich erstmal hier noch oder packe ich noch mal ein bisschen Awareness oben rauf für die Running Backs. Und damit würde ich jetzt sagen, Leute, wir jumpen rein ins Game gegen die Buffalo Bills. Let's go. Boah, was für ein Wetter im Bills-Stadion, Alter. Strömender Regen. Son Goku, der Name sagt mir auf jeden Fall was. Also, jetzt nicht von Dragon Ball, sondern ich meine von der Community-Franchise her. Gegen den habe ich, glaube ich, safe auch schon mal gespielt, das ein oder andere Mal. Aber wie auch bei den anderen Gegnern habe ich keine Ahnung mehr, was der drauf hat.
Ich weiß nicht, irgendwie vergesse ich das einfach komplett. So, wir fangen an mit einem Stretch Run. Mit Bijan. Geil. Das sind schon mal dicke Minus-Yards. Das ist wirklich schön. Stark. Sehr, sehr nice. War sehr close, aber gut, nehme ich. Ja. Genug Platz für den First Down. Nehmen wir mit. So, RPO. Okay. Auch das sind 5 Yards. Nehme ich. So, Play Action ist da. Den stackt er selber ganz gut ab. Aber wir können mit Desmond Ridder rennen für 11 Yards sogar. Nicht nur 5. Ich wollte nämlich sagen, für gerade so einen First Down. Aber nee, er macht da noch ein paar Yards. Konyas ist anscheinend irgendwie unser zweiter Tight End oder was? Ich bin ein bisschen verwirrt. Vielleicht können wir Neighbors anspielen. Nee, aber Pitts. Boah, es war knapp, ey. Okay, 8 Yards nehme ich. Im Ernst, Digga? Das war ein safest First Down eigentlich. Was zum Teufel? So, 3. und 2. Ja, nice. Sehr schön. Guter Run. Stark. Good job, O-Line, Alter. Der ganze Credit bei diesem Touchdown geht an die O-Line, Alter. Good freaking job. 9 Plays, 74 Yards, 3,5 Minuten. Kann man mitarbeiten, würde ich sagen. Sehr, sehr schön. Guter Start in dieses Spiel. So, mal sehen, wie er jetzt spielen wird. Als erstes kommt hier ein Run, aber der ist richtig zu, Alter. Schöne Defense, Junge. Minus 2 Yards. Er startet ähnlich wie wir mit unserem ersten Play. Ah, shit. Fischer ist wieder nicht auf Sublinebacker. Ich habe das vergessen einzustellen. Guter Wurf, aber die 44 hätte da ruhig auch mal die Hand rausmachen können. Wir gehen in die Options und packen Fischer rein. Wir müssen dringend dran denken, das dann ja wirklich mal im normalen Menü, also wenn wir nicht im Spiel sind, umzustellen, weil sonst müssen wir das jedes Mal im Game aufs Neue machen. Okay, Fischer am Safe noch das First Down. Da bin ich leider selber drauf reingefallen, auf diese Read Option. Irgendwie funktioniert hier irgendwas gerade nicht in der Defense. Wir switchen mal auf Man Coverage. Vielleicht haben wir damit ja mehr Erfolg. Wir haben den Tight End hier. End Around. Na. 6 Yards, damit kann ich leben. Ich dachte, der Schaden wird größer. Okay, die 93, ist das Dorless oder wer? Hat hier das First Down gerettet? Gutes Tackle. So. Oh mein Gott, ich war fast da, Alter. Ist das close, ey. Jawohl, gute Defense. So, wir haben QB Spy drinne. Ah, okay. Erstes Viertel ist vorbei. QB Spy ist auf jeden Fall drinne. Oh, war das close, Alter. Nein, das gibt's doch nicht. Ich stand doch eigentlich da. Mann, ey, das gibt es nicht. So dumm, dass das ein Touchdown ist, Junge. Eine Millisekunde hätte ich früher nach links drücken müssen, Digga. Ja, schöner Return, Digga, bis zu 29. Neighbor so rüber. Okay, Man Coverage. Oh, was war das? Stark, Alter, ey, Bijan Robinson ist so ein Tier, Junge. So, wir haben eine Read Option. Mal sehen. Yep. Ja, Junge, schön Desmond Ridder. Ich dachte ganz kurz, wir kommen jetzt komplett weg und rennen durch. So, nächster Lauf. Viel Platz, nächstes First Down. Stark. Schönes Play. So, London hier vielleicht für ein TD. Das wäre doch schön. London. Ah, komm schon, ey. Was? Alter, das war wirklich krank lucky.
Junge, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ja. Touchdown. Let's go. Sehr schön. Alright, ab jetzt stellen wir jedes Mal ein, dass die, dass der QB präferiert werden soll bei der Read Option. Das geht mir gerade hier auf den Sack. Hm. Kann man eigentlich auch ein Intentional Grounding geben? Da war auf jeden Fall kein Receiver. Digga. Stark, Junge. Doyle ist wieder mit einem richtig saftigen Tackle. Der macht einen guten Job. Der hatte im letzten Spiel auch schon so ein geiles Tackle for Loss, glaube ich. Digga, Stephon Diggs kriegt auf jeden Fall deutlich zu viele Bälle, Alter. Digga, das ist gerade wirklich viel zu einfach. Er macht einfach nur Read Options und Mesh. Und ich krieg's nicht gestoppt. Wie hohl ist denn das, Mann? Jetzt fängt Desmond Ridder wieder mit so einer Scheiße an. Ich kann das wirklich nicht glauben. Starkes Play. Das war ein guter Wurf. Schönes Play. Richtig, um richtig anderthalb Minuten, wir gehen mal noch Huddle. Machen einen Run. No, wir nehmen eine Timeout. Ja, nimmt eine Timeout, interessant. So. Ja, First Down haben wir. Genau, Huddle. Haben einen tiefen Ball vielleicht irgendwo. Na, okay, 3 Yards, Zeit hält an. Neighbors hier vielleicht für einen Touchdown, das wäre geil. Nein! Den habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass der nach hinten kommt. Wenigstens muss er an der 1 starten. Das heißt, hoffentlich werden wir jetzt nichts kassieren vor der Hälfte. Digga, schade. Wirklich sehr, sehr schade. Ich habe den einfach überhaupt nicht gesehen, dass der da nach hinten droppt. Der Outside-Cornerback. Wir gehen mal Run-Commit. Ey, das ist doch wirklich ein schlechter Scherz. Es ist doch Run-Commit, Digga. Warum verarschen die mich denn so? Warum verarschen die mich so, Digga? Von der 1-Yard-Linie, Mann. Wirklich jetzt? Was für ein ehrenloses Spiel, wirklich. Ey, Alter, Desmond Ridder ist so ein Knecht, wirklich. Wow, Digga. Was wirft der für Bälle, ey? Let's go. Da hat er sich irgendwie ein bisschen verspielt, verklickt, was auch immer. Ja, wir probieren es jetzt mit einem Field Goal im Regen. Hoffe ich, dass das irgendwie reingeht. Digga, ich ziehe extra weiter nach links, weil mir das Ding anzeigt, es regnet und windet nach da. Er verzieht komplett nach links, Digga. Arschgeile Nummer, wirklich. Dieses Spiel läuft 1A, Digga. So, Option Defense, genau, Focus on QB on the Option. Damit nehmen wir diese Waffe auf jeden Fall schon mal raus. So, wir haben jetzt hier Man Coverage. Okay. Ja, zieh den mal schön, Junge. Zieh den mal schön weiter raus. Darauf ist unsere Defense jetzt nämlich eingestellt. Gutes Play von Randolph. So, 5 Receiver auf dem Feld. Oh mein Gott, das wäre eine geisteskranke Interception gewesen. So oder so standgehalten, er muss punten. Wichtig. So,
So, und jetzt kommen wir mal selber mit der Read Option raus und gucken mal, wie das funktioniert. Okay, 2 Yards. Auch wieder nur 2 Yards. Stevenson vielleicht auf dem Quick Out. Nee. Aber Pitts ist da. Let's go. Richtig und richtig. Okay, 4 Yards. Was soll denn das, Desmond? Hör doch mal einfach auf damit, Junge. Es kann doch nicht so schwierig sein. Ich kann so einen Ball anbringen. Sehr schön. Wichtiges Play. Ja, 1 Yard. Super interessantes Play. Gucken. Hier ist doch alles zu. Running Back wäre noch offen gewesen. 3. und 15. Oh, jawoll, Alter. Face Mask noch oben rauf, Digga. Let's freaking go. Damit also ein First Down. Wir kommen in Play Action. Schauen wir mal. Okay. Vielleicht war das besser, dass Desmond den so krass verwirft, damit er nicht abgefangen wird. Wir schicken mal Neighbors hier rüber. Nach rechts, einfach zur Verwirrung. Oh, das wollte ich gar nicht. Mann, ey. Jetzt snap endlich den Ball, Alter. Wow, all das für 0 Yards. Oh mein Gott, komm rein da. Bruder, wir sind an der 1. Was für ein Play. Fourth and goal von der 1. Jetzt kommen wir natürlich mit der Read Option. Jetzt wird's interessant. Yes. Wichtig, Alter. Wirklich wichtig, Junge. So, es ist nach wie vor eingestellt, dass die Option so ist, also wenn er Option rennt, dass der Quarterback bevorzugt wird. Genau. Sehr, sehr schön. Mach mal weiter so. Flagge für ein Holding auch noch oben rauf. 1. und 20. Nehmen wir. Let's freaking go, Alter. Fischer mit, ich glaube, seiner ersten Saison-Interception. Ja. Easy. Play Action am Start. Das ist unser, ich glaube, Rookie Thailand oder so. 2 down 2. Oh, das war ein böser Hit am Ende noch. London ist uncovered, theoretisch. Mal sehen, ob er das checkt. Ja. Er ist da. Nice. 8 Yards nehmen wir. So, wir rennen den Ball mit Robinson. 2 down 2. Ja, da war gar nichts. Warum, Madden? Warum? Das war einfach ein Touchdown. Warum, Digga? Das ist wirklich unglaublich. Oh mein Gott, war das schon wieder knapp. Und warum ist da niemand anderes für 20 Yards oder so, ey? Boah, Alter, wurde der gerade flachgelegt von Fischer, Junge. Hohoho, Digga, das war böse.
Ja. Nein, das ist frech. Das ist frech, Leute. Tut mir leid, da bin ich aber raus. Das war perfekt gecovert. Das ist einfach frech. Das ist wirklich einfach frech, Digga. Das ist wirklich einfach nur eine bloße Frechheit schon wieder. Guter Hit von Fischer, Alter. Das ist so ein Biest, Junge. Der hätte eigentlich gerade eben seinen zweiten Pick haben müssen, Digga. Junge, ey. Okay, dritter und Goal. Ja, sehr schön. Hätte auch ein Pick sein können, aber okay, wenigstens die Deflection. Vierter und Goal, er muss ein Field Goal nehmen. Kann also höchstens den Ausgleich bekommen. Schadensbegrenzung, Leute. Schadensbegrenzung. Nice. Schönes Play. Stark, Digga. Let's go. Damit sind wir schon mal in Field Goal Range. Das heißt, jetzt einfach Zeit runterlaufen. Hoffentlich. Dafür müssen wir halt ein paar First Downs noch kriegen. Und dann entweder ein Field Goal nehmen oder sogar Touchdown. Starker Juke, Digga. Springt da 4 Meter nach rechts gefühlt. So. Mitte komplett offen. Sehr schön. Irgendjemand hat sich bei uns verletzt. Barlow. Keine Ahnung, wer das ist. Warum verletzen sich bei uns eigentlich immer in den letzten 2 Minuten Leute, sodass der Gegner quasi ein Timeout geschenkt bekommt? Das ist doch einfach nur hohl. Stark. Den wollte ich nicht reinrennen, weil sonst hat er noch zu viel Zeit zurückzuscoren, wisst ihr? Na gut, jetzt sind wir halt drinnen. Wäre halt auch gefährlich gewesen, wenn wir jetzt wieder nicht gescored hätten. Ich glaube, dann hätten wir einen dritten und Goal gehabt, wenn ich mich nicht irre. Dementsprechend ist schon okay so. Jetzt hat er 1,45, ist halt ganz schön viel Zeit, Digga. Aber er ist jetzt auch ein bisschen unter Druck. Das heißt, vielleicht wird er hier und da eine falsche Entscheidung treffen. Und vielleicht können wir dann somit auch den Sieg eintüten. Schön wäre es auf jeden Fall. Schauen wir mal. 2 Timeouts hat er noch. Er startet an der 25. Okay, incomplete. Yup, schönes Play, Jesse Bates. Schön. Fehler und 10, er muss dafür gehen. Auf dieses Play wird es jetzt ankommen. Ich gehe mal noch einmal schnell in die Curl Flats, mache die auf 25, damit er da keine tiefe Cornerroute oder sowas anbringen kann. Schauen wir mal. Ja. Ich weiß auch nicht, ob hier Allen gerade versagt hat, weil keiner von den Bällen ankam. Ich kann das nicht so einschätzen, weil man weiß es nur selber vom Wurfgefühl. Ob man zu früh geworfen hat, zu spät oder eigentlich richtig und dann hat aber der Spieler im Spiel quasi verkackt. Als ob der ein Fumble macht und den geholt hat, Digga. Ey, das ist doch wirklich krank, Digga. Das ist doch wirklich einfach nur krank. Das muss jetzt mit einer Interception bestraft werden. Komm, gib mir eine Interception. Das ist keine Interception. Ganz im Gegenteil. Zweiter und eins. Unter einer Minute noch. Er hat aber immer noch 2 Timeouts. Alter Schwede, als ob wir auch einfach beim ersten Play fummeln, ey. Das ist wirklich wieder, was sind denn die Wahrscheinlichkeiten dafür? Dass sowas wirklich passiert, Digga. Das ist so unglaublich, ey. So unglaublich frech von diesem Spiel. Genauso wie dieser Screen Pass, der gegen den Kopf von Robinson fliegt. Was eigentlich hätte ein Touchdown sein müssen.
So, das ist doch wirklich. Weiß ich nicht. Da muss Madden echt mal ein bisschen noch arbeiten. Bin ich ganz ehrlich. Oh. 14 Sekunden noch. Ja, damit kann ich leben. Dritter und eins, 10 Sekunden. Bitte achtet auf die Cornerrouten. Er wird gesackt. Vierter und 12. 5 Sekunden noch. So, das wird jetzt das letzte Play hoffentlich sein. Ne, wird es auf jeden Fall wahrscheinlich. Außer er wirft direkt out of bounds nach einer Sekunde. Ah ne, dann ist auch das letzte Play, weil das ja vierter Versuch jetzt ist. Wir gehen in Nickel und machen eine Cover 3. So, Leute, einmal noch verteidigen. Ja, easy. Das war's. Das war es. 31-24 gewonnen. Let's go. Was ein Kampf, Alter. GG an den Kollegen. QB1 checken. Mal sehen, was sie da noch sagen. Bla bla bla. Bla bla bla. Nice. Ganzes Team 2500 XP. Let's go. Jo, Leute, das war's mit diesem Game und auch mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert natürlich, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dahin. Euer Eric.